Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 25. Part bei Let's Quiz. Wer weiß denn sowas? Der Moment der Wahrheit. Ja, welches Team entscheidest du? Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Also der Wahrheit, der Wahrheit ist hier. Und da wir letztes Mal ja mit Team Elton Gott sei Dank gewonnen haben, gucken wir mal, wie es jetzt bei Team Bernie aussieht, ne? Und mal gucken, wie das jetzt in diesem Part aussieht. Ich bin mal gespannt. Trommelwirbel? Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Danke fürs Einschalten, schön, dass Sie mit dabei sind. Und eine spannende Information gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass die deutschen Fußballnationalspieler der Mannschaft 1954 sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft unbezahlten Urlaub nehmen mussten? Wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen auch heute wieder zum Anfang auf die Publikumsverteilung, denn auch heute durfte sich das Publikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen, was sie glauben, welches Team heute gewinnt. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Okay. Und das Team Elton. Oh, zwei wieder mehr. Fuck. 12 Fragen für jede richtige Antwort, 500 Euro. Und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Hier ist die Wand. Die Kategorien sind heute total genial. Unser Körper. Was bin ich? Tierisch, tierisch. Insekten. Im Grünen. Clever. Essen und Trinken. Vögel. Erfinder. Sport. Und damals. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Im Grünen spricht mich an. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Wir nehmen im Grünen. Die sogenannte Verpiss-dich-Pflanze schützt Gartenbeete vor Hunden, Katzen und Kaninchen, tötet Unkraut ab oder wird in Österreich verschenkt, wenn man jemanden nicht mag. Fällt dir zu B was ein? Das ist schon mal völliger Quatsch. Könnte es A sein? Es lächelt mich irgendwie A an. Nehmen wir doch A, oder? Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt und hier ist die Lösung. Die Verpiss-dich-Pflanze kam 2001 als eine Züchtung auf den Markt. Sie ist optisch eher unscheinbar, erlangte aber große Popularität aufgrund einer ganz besonderen Eigenschaft. Über ihre Nesseln verströmt sie ein für den Menschen nahezu geruchloses Mentholaroma. Dieses Aroma gefällt ungebetenen Gartenbesuchern wie zum Beispiel Hunden, Katzen oder Kaninchen überhaupt nicht. Sie halten deshalb zuverlässig mehrere Meter Abstand zu den Beeten. Wow. Nicht schlecht. 500 Euro haben wir eurem Konto gut geschrieben. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? So, wenigstens hat Team Elton nicht das, den Bereich hier Essen und Trinken ausgewählt. Ansonsten wäre ich nämlich, hätte ich hier Rage Quit gemacht. Wenn wir, ne, Essen und Trinken. Weil das geht ja beim nicht. Verzehr von Speiseeis. A. Wird einem wärmer. B. Wird das Gehör empfindlicher. Oder C. Bilden sich auf der Zunge vorübergehend kleine Frostbeulen. Beim Verzehr von Speiseeis? Also ich sag mal so, ich habe jetzt schon längere Zeit mir, ich sage jetzt mal, keine so eine Kugel Eis jetzt in der Stadt irgendwie gekauft. Aber ich wüsste nicht, dass zum Beispiel das Gehör empfindlicher wird oder dass sie auf der Zunge vorübergehend kleine Frostbeulen entwickeln. Also ich würde schon mit Antwort A in Verbindung bringen, weil wenn man das Eis ja also in sich aufnimmt,
muss der Körper ja irgendwie einen Temperaturausgleich haben. Und na gut, aber ob das so richtig ist, ich weiß ja nur nicht. Ich würde jetzt raten. A, am wahrscheinlichsten, oder? Okay. Das glaube ich nicht. C schließen wir jetzt erstmal aus. Alles klar, dann Bernie, ich vertraue dir und wir nehmen A. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Eis essen hat für den Menschen lediglich einen emotional kühlenden Effekt. Denn die Empfindung kaltes Eis auf der Zunge sorgt in unserem Gehirn für eine wahrgenommene Kühlung und Erfrischung. Tatsächlich steigt während des Eisessens der Energieverbrauch im Körper. Zum einen wird das Eis von minus 10 Grad auf Körpertemperatur erwärmt, zum anderen erfordert der Verdauungsprozess selbst einen gewissen Energieaufwand. Je fettiger und kalorienreicher das Eis, desto mehr Energie wird umgesetzt. Es wird uns also wärmer. Ah, richtige Antwort! 500 Euro auf eurem Konto! Nice! Also, nächste Frage. Vögel ist bestimmt spannend. Nehme ich sehr gern. Vögel nehmen wir. Flamingos? Fragezeichen. Nehmen ihre Nahrung kopfüber auf, stehen immer auf dem linken Bein oder C, haben hellblauen Nachwuchs? Was sagst du zu A? Keine Ahnung. Wäre C eine Option? Kann doch eigentlich dann nur C sein. Gut, dann nehmen wir C. Ihr nehmt C. Hier ist die Lösung. Flamingos ernähren sich hauptsächlich von Plankton und Kleinkrebsen. Der Schnabel taucht wie eine Schöpfkelle unter Wasser. Mit ihrer kräftigen Zunge drücken sie das Essbare an ihren oberen Schnabel. Im gleichen Prozess wird das Wasser am Schnabelrand wieder herausgepresst. Da es anstrengender für die Vögel wäre, an der Wasseroberfläche mit gestrecktem Nacken zu fressen, geschieht das alles kopfüber. Es bleibt bei 500 Euro. Okay. Also, nächste Kategorie. Die machen wir weiter. Ja, keine Ahnung. Ja, komm, nehmen wir total genial. Entscheid du mal. Bis dann. Wie lässt sich der Farbgeruch in frisch gestrichenen Räumen schneller entfernen? A. Mehrere Schalen mit Salz verteilen. B. Einen Strauß frische Tulpen aufstellen. Oder C. Altes Brot über Nacht auslegen. Auch wenn es sich jetzt komisch anhört, aber das mit dem alten Brot, das habe ich wirklich schon mal irgendwo gehört. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da könnte mit gemeint sein, dass das Brot die Feuchtigkeit im Raum bindet. Ja. B würde ich ausschließen. Was mit A? Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Also kann es nur C sein? Wir nehmen C. Gut. Ja, also wir loggen C ein. Kann das wirklich sein? Wer dem unangenehmen Farbgeruch nach einer Renovierung zu Leibe rücken möchte, sollte mehrere kleine Schalen mit Salz aufstellen. Okay. Dieses zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und bindet so den Geruch der Wandfarbe. Das Salz sollte allerdings nach der Benutzung nicht mehr zum Kochen verwendet werden. Das heißt kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Gut. Wie geht's bei euch weiter? Das wusste ich auch noch nicht, aber okay. Nehmen wir Insekten. Aber wie gesagt, mit altem Brot, das habe ich irgendwo schon mal gehört, dass es auch mit renovierten Räumen irgendwie zusammenhängt. Es sind nicht die Motten, die Löcher in die Kleidung fressen, sondern ihre ätzenden Ausscheidungen nach dem Verzehr von Milben, ihre Larven, die aus den gelegten Eiern im Stoff schlüpfen, oder ein winziger Parasit, der die Motte heimlich begleitet. Wäre B eine Möglichkeit? Ist doch Blödsinn. Wie stehst du zu A? Ich persönlich wäre ein bisschen für A, hab keine Ahnung warum. Wir nehmen A. Ihr habt A eingeloggt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Jeder kennt die Warnung seit seiner Kindheit. Motten im Kleiderschrank fressen Löcher in die Kleidung.
Allerdings tut man dem Falter damit Unrecht. Die Motte legt innerhalb von 4 Wochen bis zu 250 Eier, vornehmlich in Wollpullover. Aus diesen schlüpfen dann kleine Larven. Und für diese quirligen Winzlinge ist Tierwolle eine perfekte Nahrungsquelle. Denn pflanzliche Fasern wie Baumwolle oder Leinen sind für die Larven nur sehr schwer verdaulich. Igitt. Es bleibt bei 500 Euro. Oh Mann. Nächste Kategorie. Ja. Dann gehen wir jetzt auf clever. Lass uns clever nehmen. Was sollte beim Einsatz eines Breters aus Ton unbedingt vermieden werden? A. Das Fleisch vorher zu marinieren, B. Den Ofen vorzuheizen oder C. Den Tonbreter vor Gebrauch zu wässern. Was sollte beim Einsatz eines Breters aus Ton unbedingt vermieden werden? Sowas habe ich noch nie benutzt. Das ist das ganze Problem. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man irgendwie davor, also dass es irgendwie vermieden werden sollte, da Wasser irgendwie reinzufüllen. Es könnte vielleicht mit dem Fleisch zusammenhängen, dass es vorher nicht mariniert werden soll, dass vielleicht irgendwie dass das Ton vielleicht das irgendwie aufnimmt oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was sagt ein Bernhard zu A? Also ich mariniere das Fleisch und was soll dann beim Bräter passieren, weil das dann einzieht und dann nicht mehr schmeckt? Ja, oder dass das Fleisch vielleicht irgendwie die, vielleicht Giftstoffe vom Ton irgendwie annimmt? Ich habe doch keine Ahnung, Mensch. Was aber sein kann, ist den Ofen vorheizen, weil wenn ich den Tonbräter in den vorgeheizten Ofen mache, wird er ja schlagartig mit einer hohen Temperatur in Kontakt gebracht. Ja. Und vielleicht dehnt er sich dann zu schnell aus an bestimmten Stellen, das führt zu Spannungen und er bricht. Dagegen, wenn man ihn reintut und gleichzeitig aufheizt, wird der Ton gleich warm, wie der Ofen auch. Okay. Man soll vermeiden, ihn vor Gebrauch zu wässern. Also ist das falsch, weil man soll ihn auf jeden Fall vor Gebrauch wässern. Okay, da jetzt die, was Bernhard jetzt bei B gesagt hat, würde ich sagen, dass wir uns darauf einfach festlegen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Tonbräter oder auch Römertöpfe genannt, eignen sich besonders für langsames Schmoren. Wichtig ist, den Tonbräter vor Gebrauch gut zu wässern, sodass sich das poröse Material mit Wasser vollsaugen kann. Nach der Bestückung sollte jedoch tunlichst vermieden werden, den gefüllten Topf in einen vorgeheizten Ofen zu stellen, denn Tonbräter sind empfindlich. Sie reagieren auf große Temperaturschwankungen und können zerspringen, also den kalten Backofen langsam anheizen. Wow. 1000 Euro auf eurem Konto. Nämlich, wie gut, dass wir Bernie im Team machen. Alter. Wir machen weiter. Unser Körper. Klingt doch interessant. Ich finde unser Körper aber nicht so verkehrt. Wir nehmen unser Körper. Wenn wir stark frieren, klappern unsere Zähne, weil A. der Magen Hunger signalisiert und den Kreislauf anregt, B. die klappernden Bewegungen Wärme erzeugt oder C. dadurch im Gehirn die Aufmerksamkeit verstärkt wird. Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Antwort A. Nee, glaube ich nicht. Wäre B möglich? Nun weiß ich aber nicht, ob es einen Kiefermuskel gibt, der dann auch zuckt und dadurch versucht, Wärme zu erzeugen. Wir nehmen B. So, wir haben B eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Ein natürlicher Reflex. Wenn wir frieren, fangen unsere Kaumuskeln an zu zittern. Dadurch bewegt sich der Kiefer. Die Muskeln ziehen sich schnell zusammen und entspannen sich anschließend wieder. Diese Bewegung wird in Wärme umgewandelt.
Zähneklappern ist somit eine Art Notfallheizung unseres Körpers. Ach, deshalb friere ich im Winter immer so stark. Na gut, geht's. Nun weiß ich ja Bescheid. Wunderbar. Als nächstes würde ich sagen, wir gehen auf tierisch. Wäre im Moment mein Favorit. Alles klar. Wozu dienen die langen, dünnen Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalterarten? A. Zur Abwehr von Fledermäusen. B. Zur Stabilisierung beim Sturzflug. Oder C. Zur Erkennung von Artgenossen. Was für ein Ding? Wozu dienen die langen, dünnen Ausläufer am unteren Ende der Flügel einiger Nachtfalterarten? Ich habe keine Ahnung. Wie es bei den letzten Fragen irgendwie öfters der Fall ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, hier zur Erkennung von Artgenossen. Also, dass Nachtfalter so einen guten Blick haben? Das damit zusammenhängt? Ich, keine Ahnung. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Okay. Das glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also A oder C? Also mal, bei C hat Bernhard schon recht überzeugend geklungen. Wir nehmen das einfach. Ich tippe auf C. Ich auch. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Nachtfalter sind beliebte Beute von Fledermäusen. Mit ihrer Echolotortung machen sie die Insekten ausfindig. Um nicht geschnappt zu werden, haben manche Nachtfalterarten lange, dünne Ausläufer am Ende ihrer Flügel. Dies ist ein raffiniertes Fledermaus-Abwehrsystem. Da die länglichen Ausläufer die Echos besonders intensiv reflektieren, wird die Ortung gestört. Die Fledermäuse stürzen sich auf den ungünstigen Angriffspunkt und der Nachtfalter kann besser entkommen. Wahnsinn. Bleibt bei 1000 Euro. Wahnsinn, mehr sage ich dazu nicht. Wir haben noch 4 Kategorien. Huch. Schwere Entscheidung. Es knackt in meiner Wohnung, na klasse. Sport vielleicht? Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Sport bitte. In Fußballstadien mit mehr als 50.000 Zuschauern werden rund 20 Tonnen Bratwürste pro Spiel verzehrt. B. Ist die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Laola 12 Meter pro Sekunde. Oder C. Sind die Fangesänge bis zu 170 Dezibel laut. Was hältst du von B? Also B auf jeden Fall ausschließen. C vielleicht? Also C schließe ich schon mal aus. A vielleicht? Das glaube ich nicht. Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer weiß das? Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Ja, das hat mir mal jemand erzählt. Mhm. Ihr entscheidet euch für B. Wir schauen, ob das auch wirklich stimmt. Forscher der TU Dresden haben ein Fußballstadion mit mehr als 50.000 Zuschauern genauer beobachtet und herausgefunden, die Stadionwelle Laola rast in der Regel im Uhrzeigersinn durch das Stadion und dabei schafft sie im Schnitt 12 Meter in der Sekunde. Durch die intuitive Zusammenarbeit der einzelnen Personen kann sich die Welle sogar schneller bewegen als eine rennende Person. Also, richtige Antwort, 1500 Euro. Respekt. Das müssen wir aber nachlegen, wir ja? Wir haben noch 3 Kategorien. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf Was bin ich? Weil damals und Erfinder, das ist, ja gut, dann müssen wir dann gucken, was für uns dann übrig bleibt. Das ist schon relativ komplex. Okay, was hältst du davon? Ja, da sind wir uns auch einig. Okay, gut, dann... No? Der Naturforscher Horace Benedict de
Saussure konstruierte ein Messinstrument für die Gesänge der heimischen Singvögel, für den Geruch von Lavendel oder für das Blau des Himmels? Tolle Auswahl, Bernhard. Ich bin begeistert. Ich habe keine Ahnung. Wunderbar. Also, selbst dieser Name von diesem Naturforscher. Großes Fragezeichen über dem Kopf. Selbst wenn ich jetzt hier mal bei Google gucken würde. Gut, ich komme jetzt sowieso gerade nicht aus dem Spiel raus. Aber selbst wenn ich es machen könnte. Den kennt doch keine Sau. Also. Und zuerst ein Messinstrument. Also das Einzige, was eigentlich so von den Antworten her passen würde, wäre A, für die Gesänge der heimischen Singvögel. Hör mal auf. Das kann ich mir total vorstellen. Ein Messinstrument für das Blau des Himmels. Ich habe das noch nie gehört. Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Ne, da fragen wir das Publikum. Das ist was fürs Publikum, oder? Wir nehmen das Publikum. Wer glaubt, hier helfen zu können? Stehen Sie ruhig auf. Ihr müsst euch entscheiden. Okay, 4 Leute haben wir zur Auswahl. Und ich würde ihn hier vorne gleich nehmen. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Es kann eigentlich nur Antwort C sein. Darüber habe ich irgendwie schon einmal was gehört. Okay, wir haben C eingeloggt. Wir werden es sofort überprüfen. Der Naturforscher Horace Bénédicte de Saussure war ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Eines Tages fragte er sich, wo ist das Himmelsblau intensiver? Am Fuß eines Berges oder auf seinem Gipfel? Daraufhin entwickelte er gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Instrument zur Messung der Intensität der blauen Himmelsfarbe, das Cyanometer. Auf einem Kreis wurde eine Farbskala aufgetragen. Diese hält man in den Himmel und vergleicht den Farbton des Himmels mit der Farbskala. Alter. 500 Euro dazu, wir sind bei 1500 Euro. Das hätte ich niemals, wenn ich das Publikum nicht eingeschaltet hätte, ich hätte diese Antwort niemals genommen. Ohne Mist. Was hältst du von was bin ich? Bin ich sehr speziell. Wir hätten gerne damals. Wer zwang in den 1960ern einen Toilettenpapierhersteller, er solle sein Produkt Adios umbenennen? A. Die katholische Kirche, B. Der Schlagersänger Udo Jürgens oder C. Der spanische Ministerpräsident? Wie stehst du zu A? Wie jetzt? Eventuell B? B könnte theoretisch sein. Wir nehmen B. Dann nehmt ihr B. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Ein Düsseldorfer Unternehmen brachte in den 1960er Jahren das Toilettenpapier Adios auf den Markt mit dem Slogan Adios ist besser. Vertreter der katholischen Kirche sahen dies anders und beschwerten sich bei der Firmenzentrale. Adios käme schließlich aus dem Spanischen und hieße von Gott befohlen. Sie sahen darin eine Herabsetzung ihres Glaubens. Oh Gott! Als schließlich sogar Strafantrag gestellt wurde, lenkte die Firma ein und zog die Werbekampagne zurück. Oh Gott! Also wirklich, also oh Gott! 1500 Euro. Man Eure kann es auch übertreiben, Frage. Aber na gut. Ist okay. Was bin ich? Wer sich mit dem Schirmschlag beschäftigt, arbeitet in der Forstwirtschaft, verdient sein Geld als Barkeeper oder repariert Computerbildschirme. Schirmschlag ist... Ich könnte mit Computerbildschirmen zusammenhängen. Ja... Das ist jetzt, ne? Eine sehr gute Frage. Ich hole mal kurz Bernie ins Boot. Ich glaube, man sagt ja auch Baumschlag. Man schlägt was rein. Der Schirmschlag ist ein besonderer Beschnitt von Bäumen, sodass die Bäume nur noch oben wie ein Schirm hängen. Aha. Das schließe ich aus. Computerbildschirm kann ich mir vorstellen, der schlägt dagegen. Kok, 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 ist noch da.
Naja, gucken wir. Sagen wir A. Wir nehmen A. Also ich hätte es mit Computerbildschirm in Verbindung eingeloggt. Aber okay. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Um die Zukunft eines Waldes zu sichern, ist es wichtig, dass stets genügend Jungwuchs vorhanden ist. Zur Verjüngung eines Baumbestandes gibt es verschiedene Verfahren. Bei Buchenwäldern ist der Schirmschlag beliebt, bei dem größere Flächen durch Entnahme einzelner Bäume aufgelichtet werden. Über die Lücken in den Kronen erreicht mehr Licht den Waldboden und die jungen Buchen können geschützt unter dem Schirm der alten Buchen aufwachsen. Unfassbar. Ja, also 2000 Euro auf eurem Konto. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, ihr seid bei 2000 Euro. Das Team Elton, 1500 Euro. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten. Und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Die Kategorie, und die Masterfrage kommt, ist Geschichte. Also soll ich kotzen oder später? So, ich darf euch jetzt bitten, euren Einsatz zu machen. Um Gottes Willen. Also Geschichte ist ein Thema, da bin ich komplett außen vor. Kann man nicht anders sagen. Also ich würde jetzt auf Nummer sicher gehen und 1000 Euro zur Vorsicht setzen. Das heißt, wenn die jetzt drüben alles setzen und wir dann beide richtig liegen, dass wir vielleicht auch eine Schätzfrage dann bekommen. Also... Ja, komm, wir machen das so. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Was wurde aufgrund eines Befehls König Friedrichs des Großen von 1756 in Preußen angebaut? A, Mais, B, Kohl oder C, Kartoffeln? Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit. Was wurde 1756 in Preußen angebaut? Würde jetzt raten, also ich nehme C. Also ich habe keine Ahnung. Wie viel haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. Okay. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat sich entschieden für C. Team Elton hat getippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Ist es Mais, ist es Kohl oder sind es Kartoffeln? Die richtige Antwort lautet Antwort C, Kartoffeln. Jawohl! Strike. Das bedeutet, das Team Bernhard gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Wow. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, haben wieder ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank an unsere beiden Teams. Ja, haben wir Glück gehabt. Ich wollte mich auch erst cool nehmen, aber war ja okay. Alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hier, jeder Zuschauer 56,60. Das wird immer mehr. Ja, das war jetzt die nächste Folge und mal gucken, was uns in der nächsten Runde mit Elton wieder erwartet. Ich bin mal gespannt. Ihr hoffentlich auch. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi!